Pars Alpha, die Zukunft der gepanzerten Kampffahrzeuge. Stellen Sie sich vor, Geschwindigkeit, Widerstandsfähigkeit und überlegene Feuerkraft treffen auf dem modernen Schlachtfeld aufeinander. Hier ist der Pars Alpha. Als eines der fortschrittlichsten gepanzerten Kampffahrzeuge der Türkei ist dieser Gigant mit modernster Technologie ausgestattet, die die Kriegsführung der Zukunft prägen wird. Doch was macht den Pars Alpha so besonders? Welche außergewöhnlichen Eigenschaften besitzt er? Und wie kann er das Kräfteverhältnis auf dem Schlachtfeld verändern? Lassen Sie uns gemeinsam die Stärke des Pars Alpha erkunden. Bevor wir mit dem Video beginnen, vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, damit Sie keine spannenden Inhalte über Militärtechnologie verpassen. Los geht's! Der Pars Alpha ist ein hochmodernes gepanzertes Kampffahrzeug, das sich durch außergewöhnliche Mobilität und ein hohes Schutzniveau auszeichnet. Das Fahrzeug verfügt über eine 8x8-Radkonfiguration und wurde sowohl für den Einsatz in städtischen Gebieten als auch in schwierigem Gelände konzipiert. Mit einem Gewicht von etwa 32 Tonnen, einer Länge von 8,5 Metern, einer Breite von 3 Metern und einer Höhe von ca. 2,5 Metern bietet es eine modulare Bauweise, die an verschiedene Einsatzanforderungen angepasst werden kann. Der Innenraum ist geräumig und ermöglicht nicht nur den Transport der Besatzung, sondern auch zusätzlichen Munitions- und Ausrüstungsnachschub. Die Panzerung des Fahrzeugs besteht aus einer Kombination von Verbund- und Stahlmaterialien, die ein hohes Maß an ballistischem Schutz gewährleisten. Das vordere Design des Pars Alpha weist schräge Oberflächen auf, die den Schutz verbessern und gleichzeitig die Radarsignatur reduzieren. Dank seines unabhängigen Federungssystems und einer hohen Bodenfreiheit kann sich das Fahrzeug mühelos in unebenem Gelände bewegen und eine überragende Geländegängigkeit bieten. Der Pars Alpha ist mit fortschrittlicher Panzerung und modernsten Schutzsystemen ausgestattet, um den Anforderungen des modernen Gefechtsfeldes gerecht zu werden. Das Fahrzeug wird durch eine modulare Verbund- und Stahlpanzerung geschützt, die gegen ballistische, Minen- und Sprengstoffbedrohungen eine hohe Widerstandsfähigkeit bietet. Die ballistische Schutzstufe des Pars Alpha entspricht dem NATO Starnak 4569 Standard und bietet Schutz auf Level 5 und 6. Dadurch kann das Fahrzeug panzerbrechenden Geschossen bis zu 25 mm Kaliber widerstehen. Dank des modularen Panzerungsdesigns kann das Schutzniveau je nach Einsatzanforderung erhöht werden. Die V-förmige Rumpfstruktur des Fahrzeugs sorgt dafür, dass die Explosionskraft und Splitterwirkung von Minen und IDS abgelenkt werden, wodurch die Sicherheit der Besatzung erhöht wird. Verstärkungen am Unterboden und an den Seiten ermöglichen es dem Pars Alpha, Explosionen mit einer Stärke von 8 bis 10 Kilogramm TNT standzuhalten. Zusätzlich sind die Sitze mit Stoßdämpfendensystemen ausgestattet, um die Auswirkungen von Explosionen auf die Besatzung zu minimieren. Der Pars Alpha ist nicht nur mit passivem Schutz, sondern auch mit aktiven Schutzsystemen ausgestattet. Laser- und Radarsensoren erkennen herannahende Bedrohungen und warnen die Besatzung. Automatische Rauch- und Nebelwerfer reduzieren die Sichtbarkeit des Fahrzeugs für gegnerische Waffensysteme. Optional kann der Pars Alpha mit aktiven Schutzsystemen, APS, ausgestattet werden. Diese Systeme beinhalten sowohl Hardkill-Technologie, die ankommende Raketen und Panzerabwehrwaffen in der Luft zerstört, als auch Softkill-Technologie, die die Angriffserkennung stört und Gegenmaßnahmen ergreift. Pars Alpha, überlegene Feuerkraft für das moderne Schlachtfeld. Der Pars Alpha wurde als gepanzertes Kampffahrzeug entwickelt, das mit leistungsstarken Waffensystemen und modularen Turmoptionen ausgestattet ist, um eine effektive Feuerkraft auf dem modernen Schlachtfeld bereitzustellen. Das Fahrzeug kann mit ferngesteuerten Waffensystemen, RBS, und verschiedenen Hauptwaffenkonfigurationen ausgerüstet werden, um sich an unterschiedliche Kampfszenarien anzupassen. Der Pars Alpha kann ferngesteuerte Waffenstationen tragen, die mit einer 30mm oder 35mm Automatikkanone ausgestattet sind. Die 30mm MK44 Bushmaster 2 oder 35mm Bushmaster 3 Automatikkanonen bieten eine hohe Feuerkraft gegen gepanzerte Fahrzeuge, Infanterieeinheiten und Bedrohungen aus niedriger Höhe. Diese Kanonen können ABSTs, panzerbrechende Sabotgeschosse, HI, hochexplosive Brandmunition und programmierbare Munition abfeuern. Die Waffensysteme sind stabilisiert, sodass auch während der Fahrt präzise Schüsse abgegeben werden können.
Zudem ermöglichen automatische Zielverfolgungssysteme eine hohe Trefferwahrscheinlichkeit gegen bewegliche Ziele. Neben dem Hauptwaffensystem können auch sekundäre Waffensysteme wie 7,62mm oder 12,7mm Maschinengewehre in das Fahrzeug integriert werden. Diese Waffen dienen der Verteidigung gegen feindliche Einheiten in Nahdistanz sowie gegen leicht gepanzerte Fahrzeuge. Der Pars Alpha kann mit turmintegrierten Panzerabwehrraketensystemen ausgestattet werden. Lenkflugkörper wie OMTAS, Hornet oder Spike können integriert werden, um feindliche Kampfpanzer und gepanzerte Ziele auf große Entfernungen zu bekämpfen. Auf dem Pars Alpha können hochmoderne ferngesteuerte Waffensysteme, RWS, montiert werden. Diese ermöglichen es der Besatzung, aus dem geschützten Innenraum des Fahrzeugs heraus sicher zu feuern und so in gefährlichen Gebieten geschützt zu bleiben. Die RWS-Systeme sind mit Wärmebild- und Nachtsichttechnologie ausgestattet, sodass sie unter allen Wetterbedingungen effektiv eingesetzt werden können. Der Pars Alpha ist mit modernen Feuerleitsystemen und Sensortechnologien ausgestattet. Diese Systeme berechnen die Entfernung, Geschwindigkeit und Richtung des Ziels, um die Trefferwahrscheinlichkeit zu maximieren. Zusätzlich verfügt das Fahrzeug über einen Laserentfernungsmesser, Wärmebildkameras sowie Tag- und Nachtsichtsysteme. Pars Alpha ist ein moderner gepanzerter Kampffahrzeug, das mit hoher Mobilität, einem leistungsstarken Motor und einem fortschrittlichen Federungssystem ausgestattet ist und auf schwierigen Geländearten hervorragende Leistungen erbringt. Es wurde sowohl für den Einsatz in städtischen Operationen als auch auf unebenem Gelände entwickelt. Der Pars Alpha ist mit einem hochleistungsfähigen Dieselmotor mit 800 PS ausgestattet. Der Motor arbeitet zusammen mit einem Automatikgetriebe, um schnelle Beschleunigung, hohes Drehmoment und niedrigen Kraftstoffverbrauch zu gewährleisten. Das Fahrzeug erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 110 km pro Stunde und eine Reichweite von bis zu 700 km. Dadurch wird der Kraftstoffbedarf bei langen Einsätzen reduziert. Mit den Vorwärts- und Rückwärtsgängen kann es schnelle Manöver in engen Bereichen durchführen. Der Pars Alpha verfügt über ein 8x8 Radlayout, wobei jedes Rad mit einem unabhängigen Federungssystem ausgestattet ist. Dieses System verbessert die Stoßdämpfung auf unebenem Gelände und maximiert den Komfort der Besatzung sowie die Stabilität des Fahrzeugs. In Bezug auf Wendigkeit und Manövrierfähigkeit ist das Fahrzeug mit einer unabhängigen Lenksteuerung für jedes Rad ausgestattet, sodass es sich problemlos in engen Bereichen bewegen kann. Außerdem sorgt das automatische Reifendruckregelsystem dafür, dass es sich an verschiedene Bodenverhältnisse anpassen kann. Der Pars Alpha ist ein geländegängiges Kampffahrzeug, das so entwickelt wurde, dass es verschiedene natürliche und künstliche Hindernisse auf dem Schlachtfeld überwinden kann. Wasserbewegungsfähigkeit: Das Fahrzeug kann flache Gewässer überqueren und kann auf Wunsch mit Amphibienfunktionen ausgestattet werden. Steigungsüberwindungskapazität: Es kann Steigungen von bis zu 60% und Seitenneigungen von bis zu 30% problemlos erklimmen. Grabenüberwindungsfähigkeit: Es kann Gräben mit einer Breite von 2 Metern überwinden. Steile Hindernisüberwindung: Es kann problemlos Hindernisse von bis zu 0,75 Metern Höhe überwinden. Diese Eigenschaften machen das Fahrzeug sowohl für den Einsatz in städtischen Operationen als auch in offenen Geländekriegsführung äußerst vielseitig. Der Pars Alpha ist ein Mehrzweckkampffahrzeug, das für verschiedene Einsatzzwecke genutzt werden kann. Es kann zur Feuerunterstützung von Infanterieeinheiten und zum Vorstoß durch feindliche Linien eingesetzt werden. Dank fortschrittlicher Sensoren und optischer Systeme kann es für Langstreckenaufklärung und Geheimdienstoperationen verwendet werden. Es kann als gepanzerter Personentransporter genutzt werden, um militärische Einheiten schnell und sicher zum Gefechtsfeld zu bringen. Mit den integrierten Kommunikationssystemen kann es als Kommandoposten auf dem Operationsfeld fungieren. Zudem kann es mit Luftabwehrsystemen ausgestattet werden, um als effektives Luftabwehrfahrzeug gegen Bedrohungen in niedrigen Höhen zu dienen. So haben wir den Pars Alpha, eines der neuen gepanzerten Kampffahrzeuge der modernen Schlachtfelder, ausführlich untersucht. Mit seinem überlegenen Panzerungsschutz, leistungsstarken Waffensystemen und außergewöhnlicher Mobilität ist es wirklich eine bemerkenswerte Plattform. Wie sehen Sie die Rolle des Pars Alpha auf den Schlachtfeldern der Zukunft? Vergessen Sie nicht, Ihre Gedanken und Ideen in den Kommentaren mit uns zu teilen. Wie effektiv wird dieses Fahrzeug Ihrer Meinung nach im Vergleich zu seinen Mitbewerbern sein?
Wir sind gespannt auf Ihre Meinung. Wenn Ihnen solche Inhalte gefallen, vergessen Sie nicht, das Video zu liken und unseren Kanal zu abonnieren. Bleiben Sie dran, um neue und interessante Militärtechnologien zu entdecken. Bis zum nächsten Video.